Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin, der Zentrum des Waldes. Schön, dass wir hier waren, aber nun betreten wir es zum letzten Mal. Wir haben hier zwei Schätze einzusammeln, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir das hier schaffen werden. Und wenn nicht, dann könnt ihr mich zum schlechtesten Pikmin-Spieler aller Zeiten küren. Ich habe ja schon alles im letzten Part bereitgelegt. Außerdem sehe ich da, dass da noch zwei Pikmin sind. Noch im Boden stecken. Aber auf die verzichte ich mal. Wir werden dieses Gebiet nur zum letzten Mal bestreiten. Wir können von mir aus die Ewigkeit da im Boden sitzen und sich ihr Leben lang langweilen. Im Boden. Ist das nicht ein schönes Leben? Ich meine, die anderen noch eine Zwiebel schmoren. Den geht es ja auch nicht unbedingt besser. Muss auch aufpassen, dass sie wieder nicht irgendwo hängen bleiben oder irgendwas pflücken wollen. Ihr wisst, was ich meine. So, alle mal nach da. Ich will nicht, dass einer von euch ins Wasser rennt. Ja. Ey, die haben sogar das Wasser berührt, sind aber nicht ertrunken, seltsamerweise. Oh ja, ich muss ja gar nicht so noch. Ich glaube, ihr seid ja voll resistent, was auch eine gute Sache ist. Na, hier mit dem ersten Schatz. Euch sammle ich einen Rückweg ein. Ich dachte, da wäre noch einer. Hier ist der zweite. Mann, das waren auch schon beide. So. Ihr seid ja voll resistent. Anders als Olimar, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht selbst ins Feuer rennt. So. Auch aufpassen, dass man nicht so schnell ist. Sonst kommen die Pikmin nicht hinterher. Und das wäre ziemlich schade. Oh, und dann haben wir es. Den restlichen Teil des Tages können wir eigentlich nur noch mit Farming verbringen. Er gibt's ja nicht. Ihr dürft doch mal ausnahmsweise hier ein bisschen pflücken. Hört euch ganz lang an. So. Alle. Hallo. Ah, ist egal. Ist so. Nun, haben es ja eh geschafft. Aber jetzt regt ihr mich gerade trotzdem auf. Ich hoffe mal, dass es alle waren. So. Ich kann mein Essen schon mal die hier abfangen. Ich glaube, die müssen noch wachsen. Ja, können wir mal zugucken. Hier gibt es nichts zu farmen. Noch nicht. Ja, lass uns schon mal hier dran beschäftigen. Es sind noch ein paar, die keinen Platz. Die noch keine Blüte haben, sondern nur Blätter. Ob ich jetzt hier alle Blüten? Alle sind Blüten, das ist doch schön. Sondern die dürfen jetzt langsam auch mal da sein. Hier sind sie auch schon. Ihr dürft euch zurecht freuen. Ihr habt die schwierigste Aufgabe überhaupt geschafft. Einfach nur in Trotzbeuteln. Wobei ich weiß nicht, wie schwer die Dinger sind. Meine Tochter hat mir das geschenkt. Mein langes Fortbleiben wird sie beunruhigen. Ich habe 14 von 30 Teile gefunden. Wenn ich nur 15 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Was heißt könnte? Du machst es. So, dann auch hier wieder. So ein paar Noobs ohne Blätter. Ja, sind da noch ein
paar Dinger nicht raus süffeln, die anderen wollen auch noch. Ich weiß, dass du versuchst. Ah, 40 Pikmin, die alle noch keine Blüte haben. Was ist das hier? Schon noch einige Pikmin unten. Kommt hoch. Nicht stolpern. Achtung. Aufpassen. Die weiteren sind da. Freut euch. Yay, yay, yay. Analoger Computer. Er versteckt die Gefühle des Dolphin-Computers. Er beschleunigt den Computer, aber bringt ihn auch schneller in Rage. Er erinnert mich an meinen Chef. Ich habe 15 von 30 Steinen gefunden. Wenn ich noch 14 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Wir haben hier nun alle Schätze in diesem Gebiet eingesammelt. Damit es auch die letzten verstanden haben, wir haben alles eingesammelt. In diesem Gebiet. Mehr gibt's hier nicht. Das ist auch den Blatt-Pikmin was übrig. Oh, nice. War nicht abtransportieren. Alles nur für die Stufe-Fressiger. Pikmin. So. Irgendwelche noch. So. Okay. Schön, dass die Blauen gefarmt werden. Nein. So. Fail. Hat trotzdem noch gereicht. Dann könnt ihr mal alle in eure Zwiebel zurück. Der Rest gehört dem Blauen. Ich habe meiner Meinung nach noch zu wenig Blaue. Ich will ja auch hier Artenvielfalt haben, nicht immer nur Rote. So. Dann mal los hier. Zeit, dass ihr auch mal von eurer Rasse mehr habt. Bitte nicht rassistisch denken. Ich mag euch Roten auch. Ah ja, pro Rassismus. Ich kann euch mal was erzählen, was vielleicht untereinander noch nicht wussten. Und zwar ist ein Pikmin 3, gibt es ja schwarze Pikmin, aber die wurden ja in Fels-Pikmin umbenannt. Auch das liegt genau daran, weil das Spiel halt nicht rassistisch sein wollte. Aber das Einzige, was mich verwundert ist, dass das weiße Pikmin nach wie vor weißes Pikmin heißt. Und nicht Gift-Pikmin. Und ich will, dass ihr abgeändert werden, ihr blau seid. Nein! Ah, hat noch gereicht. Super. Dann kriege ich nämlich die doppelte Anzahl Pikmin, wenn die Farbe stimmt. Habe ich gerade irgendwas vibriert? Oder habe ich Vibration in meinem Gehirn oder sowas? So. Alles schön blau. Gibt es ja noch sonst irgendwas? Ja, hier gibt es sogar einen Fünfer. Den lasse ich mir nicht entgehen. Da vorne ist noch ein Einer. Holt's euch. Es gehört euch. Hier sind übrigens auch noch Bomben. Hätte ich verwenden können, um die ganzen Brücken aufzusprengen. Aber das muss ich jetzt sowieso nicht mehr tun. Ich hab schon seit 3 Parts gewusst, aber wie gesagt, hier die ganzen Dinge sind nötig. Hoffentlich besiegt ihr sie auch. Seid nur blau. Was? Die Grünen können auch welche fressen? Ich noch nicht so. Der nicht rumkämpft.
könntest auch schnell ihr Leben regenerieren. Weil wenn man die trifft, wenn die Luft sind, ich glaube, dann sind sie One-Hit. Aber sie haben keine gefressen. Glaube ich mal zumindest. So. Alles gut. Okay, alles gut. Das hier meinte ich. Weiß nicht, ob es sonst noch irgendwo was gibt. Hoffentlich sind die Frösche nicht respawned, aber ich denke mal nicht. Ich denke nicht, dass irgendwelche Gegner respawned sind. Ich kann mir vorstellen, auch dass es hier noch Gegner gäbe, aber ich will mich nicht anlegen. Wir haben es ja schon bei Part 6 gesehen, was dann passieren kann. Seid ihr respawned? Ich versuch's. Also ich will mehr Ertrag draus haben als Verlust. Ich weiß, dass einige hier sterben. Oh, come on! Nicht rum! Sondern noch das hier. Da kann auch noch welche rein. Was? Nein! Ich will da nicht toren. Außerdem. Schild. Hier sehe ich noch welche, die geerntet werden müssen. Einmal hier einer. Und einmal da einer. Auch schön, dass das alles rot-blaue sind, da muss ich sie nicht auswechseln. Sind so irgendwelche Ausreißer? Und mein. Überall, nur ich glaube, das sind die, die gerade transportieren. Und dann, ich gehe jetzt mal eigentlich auf die Nase fliegen. Die Pickner haben zumal stolpern. Na, dann ist das nicht so. Zum Glück, muss man sagen. Ich lasse ich noch ein bisschen hier im Boden drin. Denn, ja. Ihr könnt ja mal schön zu Blütenpickner werden. Dann mal alle rein. Oder gibt es ja noch ein paar, die kommen? Ich weiß nicht. Ja, hier sind noch ein paar in Anmarsch. Ah. Mal gucken. Rein. Jetzt gucken. Ah, da sind noch drei, nur ich weiß nicht, ob die gerade das transportieren oder ob es drei Ausreißer sind. Es sind nicht nur drei, es sind fünf. Und nein, sie transportieren nichts, sie sind Ausreißer. Aber ich habe noch das hier gesehen. Nein. Ich glaube, man könnte mit einem geschickten Schlag sozusagen one-hitten. Ja, wenn man die in der Mitte trifft, tun die sofort dann das hier tingeln und so. So. Dann geht die den langen Weg. Ja, was ihr meint.
klar. Ich könnte noch mal für Blütenpigmen sorgen. Sind es hier sonst keine mehr oder sind die? Die sind noch hinter mir, okay. Denn hier ist noch so ein Teil. Und ich denke, das ist ein Teil für die gelben Pigmen. Ich gehe einfach davon aus, dass sie, dass die Pigmen sind, die noch als meistes Blätter haben. Und außerdem kann ich dann den dann so besser erwischen. Okay. So. Alle die, die jetzt kommen, die haben, die sind Blätter. Pigmen. Komm her, du Gegner. Da bist du. Das war doch mal sehr gut. Oder? Sondern habe ich hier noch irgendwo. Aber nicht drunter fallen. Das ist unterfallen werden. So. Ich muss das. Geil. Und jetzt alles nur mit. Hey. Und plus ich ins Wasser fallen, okay. So. Dann. Kommen jetzt auch mal in die Zwiebeln, rupfe ich mal die Versager, Pigmen. Meine stecken im Boden drin. Natürlich sind das Versager, Pigmen. So. Ich rufe mal. Ja. Besser, ich beginne jetzt, als dass sie hier noch im Boden drin stecken. Natürlich könnten die Neuen jetzt nicht nachreifen, aber die Eltern, die wohnen schon hier zu Blüten. Ich hoffe, dass es jetzt hier alle waren, dass ich keinen vergessen habe. Sehr nice. So, dann können wir nochmal das Gebiet mal ein bisschen erkunden. Wo wir schon alles erkundet haben. Ihr wisst, was ich meine. Also hier die Pilze, hier das Feuer. Hier war der Spinnenboss, der uns abgefuckt hat. Der hat sehr viel Opfer gekostet, hingegen der Pilzboss hier, den ich mit meinem Trick im letzten Part besiegt habe und vorletzt mal erklärt habe, was der Trick ist und auch im letzten Part nochmal verdeutlicht habe und wie auch immer. Auch das war eine schöne Erinnerung, dass ihr im letzten Part mit dem Bug, also da vorne, dass ihr mit den Fröschen, das war auch was. Da habe ich mich sehr skillig angestellt, aber hier der Bug. Das glaube ich, was der hier war. Also, der Bug, der noch zum Glück gut ausging, aber wie gesagt, könnt bei Let's Play Markus reingucken, beim alten Pigmen Let's Play. Ich glaube, er hatte den Part auch genannt, der dämlichste Bug aller Zeiten. Der auch fast bei mir passiert, nur ich hatte noch Glück gehabt. Ja. 10 Tage seit Absturz, die Hoffnung steigt, den Dolphin zu reparieren und meiner Familie zurückkehren zu können. Durch diese Hoffnung gestärkt werde ich morgen meine Erkundung zu einer anderen Region fortsetzen. Ich hoffe, das Glück ist mir hold. Da sagst du was. Ernsthaft. Wir müssen in andere Gebiete. Wir haben sehr, sehr viel gekeimt. Ich glaube, nur sehr wenige sind gestorben. Ja, wir haben jetzt auch deutlich mehr Blaue. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit dem Wald der Hoffnung. Also Leute, einschalten. Bis dann und ciao.